Man könnte im Prinzip 30 Themen aufmachen und man würde jedes Thema als gewichtig, als notwendig zu bearbeitenden erkennen. Und deswegen behaupte ich ganz einfach, das Oberthema ist mir erstmal egal, sondern wir suchen uns den Platz, so wie wir in der Flüchtlingsarbeit gesagt haben, das sind jetzt die Themen, um die wir uns kümmern. Und merkwürdigerweise landen wir immer bei den gleichen Themen, sondern Verteilung von Macht. Bei der Frage, wer hat Zugriff auf welche Ressourcen und wer hat welche Entscheidungsbefugnisse und wer ist dafür verantwortlich, dass Menschen in unsozialen Situationen leben müssen. Und da eint, denke ich, die Flüchtlingsbewegung ganz viele andere Bewegungen. Das ist etwas, das hat ganz viel auch mit einem Menschenbild zu tun, was uns eint, nämlich die Gleichberechtigung. Den ersten frei gewählten Islamisten im höchsten Staatsamt Ägyptens. Boah, das ist doch der Wahnsinn. Jedes Bild, was wir sehen, ist bestimmt von einer Menschenmenge. Ne? Das ist doch irgendwie auch heiß auf was. Schriften will die Oppositionsgruppe Tamarot gesammelt haben, um Mosis durch vorgezogene Neuwahlen. Das ist jedes dritte Bild ist eine Menge. Wo sind die Juden von Tamarot? Ich will sie sehen, die sollen herkommen. Mosis ist stark. Das hat auch eine Bedeutung. Möchtest du? Zahl der Könige, Menschen. Die Wirtschaftskrise dauert an, die ägyptische Währung hat seit der Revolution ein Drittel an Wert verloren und der Devisenbringer Tourismus ist weiter schwach. In Luxor gingen die Gästezahlen um 70% zurück. Dafür gibt es jetzt regelmäßig Stromausfall. Auch das Zeichen der Krise in Ägypten. Und die Regierung hat keine islamistisch geprägt ist, ist leider damit beschäftigt. Oh, sag mal, das nervt ein bisschen, ehrlich. So können wir nicht einfach eine halbe Stunde Tagesschau zusammen gucken. Finde ich echt nervig, ehrlich. Du bist total aggressiv. Ich weiß überhaupt nicht, was ich getan habe. War das Marie? Hast du es gehört? Dann geh doch mal hin. Anstatt mit der Kamera kannst du doch mal hin. Mal her, bitte. Nee, du kannst doch mal hier. Geh doch mal hin und guck, was mit Marie ist. Stefan, es ist, du gehst doch mal in das Zimmer und guck, was mit deiner Tochter ist. Wieso gehst du denn jetzt nicht mal hin? Die hat doch nur ein bisschen geträumt. In der Zeit, wo du das jetzt guckst, ja, in der Zeit, wo du das guckst, hättest du doch schon gucken können, ob alles in Ordnung ist. Es ist alles gut, ja, es ist alles gut. Du musst mich nicht so erschrecken, weißt du, da war doch nichts. Guck mal hier. Wow, hier, Jubiläum. Toll. Ich finde, die hat eine tolle Kraft. Und ich finde die auch sehr im Gespräch. Die völlig prima. Nein, ich finde die genau richtig für so eine Talkshow. Ich kann ihn leiden. Was ist das denn? Ich glaube, weil sie so nicht sagen, oh, das ist nicht.
5, 6, 7 Jahre so meistens einfach auch so ein bisschen sehr jung, jung allein. Weißt du, so, so jemand, so ein, also ich sag jetzt mal so Vollschreibung, das meine ich nicht so, aber so jemand, der so Kraft und Power und so da sitzt und laut ist. Als Frau nicht. Ich glaube, wenn sie als Mann da säße, dann würdest du das ganz anders beurteilen. Katharin Schöneberger als Mann. Du verstehst manchmal überhaupt nicht, was ich meine. Das habe ich gehofft. Ja. Also das versuchen auch zu integrieren, ist, sich einen Ort zu suchen, wo man sagt, wir bleiben als Erstes. Und diese Kreativität, die kommt, glaube ich, auch ein bisschen immer aus der Ruhe, die man findet, aus dem Herzen. Und ich habe mein Studio in meinem Haus unterm Dach. Und ich habe so zwei schräge Fenster, weil Gauben nicht, da durfte ich da nicht mehr reinbauen, weil es eh schon ein bisschen zu groß ist. Und weil wenn ich rausgucke, gucke ich auf den See. Das ist toll. Unten drunter höre ich meine Kinder randalieren. Ja, also unten ist diese Unruhe, dieses Leben. Und wenn die Tür ist zugeschlossen. Natürlich. Ja. Ich habe diese Tür, Gott sei Dank. Die lacht genauso wie ich. Ja, überhaupt gar nicht. Die lacht ja nicht. Ja, das war meine Tochter, die mal hochkam, als ich da rum war. Geil. Das Lied habe ich irgendwo, das muss ich gleich mal suchen. Soll ich es mal anmachen? Was ist das denn? Das sah super aus. Das ist aber noch ein bisschen länger her, aber nicht mehr in den 90ern. Echt? Verdammt, ich will dich nicht verlieren. Weißt du, ich habe richtig gute Laune. Ich komme freitags nach Hause und bringe gute Laune mit. Und meistens singt meine gute Laune, weil mein Mann immer Dieter Bohlen sein. Oh, jetzt übertreibt er mich. Ja, ein bisschen. Das war doch Manu, ne? Manchmal, okay, gebe ich zu. Heute auch, weißt du? Ja. Du bist ein Phänomen. Was ist das denn nochmal? Da lege ich auch die an. Susanne Uhlen. Ja? Ja. Ich hätte jetzt Mary Rose gedacht, aber die. Die war letzte Woche da. Ja. Sag mal, wer ist das? Na, ist das hier nicht? Ist das ein Open Air Konzert? Sag mal, die Nachbarn, oder was? Ist das hier nicht? Wer ist denn das da in der Ecke? Thank you.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung aus dem Gasometer in Münster. Das hier ist keine übliche Talkshow und das soll sie auch gar nicht sein, denn da geben Sie mir sicher recht, die meisten üblichen Talkshows sind, wie soll man das diplomatisch sagen, Mist. Und diese Runde hier hat auch kein Thema, sie ist frei. Und wir wollen ein einfaches Gespräch führen durch die Beiträge unserer Gäste. Aus deren Perspektiven und Erfahrungen aus der Praxis kann ein Gesamtbild, eine Gesamtkomposition entstehen, die wir alle im Vorfeld dieser Sendung noch gar nicht kennen können, gerade weil sie erst durch das Anregendste entsteht, was der menschlichen Sprache, was der menschliche Sprachgebrauch zu bieten hat, den Dialog. Ein abenteuerliches Experiment, mögen manche sagen. Wir sagen, es kann gelingen. Ich begrüße hier im Gasometer zu Münster in alphabetischer Reihenfolge den Redakteur der Zeitung Graswurzelrevolution und Sprecher des Freundeskreises Paul Wulff, Bernd Drücke. Herzlich willkommen, Herr Drücke. Ich begrüße von der antifaschistischen Linken Münster einen jungen Mann, der Herr mit Brille. Er möchte seinen wirklichen Namen nicht nennen, nennen wir ihn einfach Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Darf ich dich fotografieren? Ja. Ich begrüße Volker Maria Hügel von der gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. Guten Abend. Außerdem zu Gast ist der freie Journalist und Mitarbeiter des Fußballmagazins Transparent, Peter Römer. Guten Abend. Ich begrüße Michael Sturm, Mitarbeiter bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratie Mobim. Hallo Michael. Und ich begrüße Markus Termeer, freier Journalist und Autor des Buches Münster als Marke. Hallo. Wir haben vorher ausgemacht, dass wir uns duzen. Sind alle damit noch einverstanden? Woran? Wahrheit für den Dienst. Mein Name ist Jörg Rostek. Ich bin heute Abend der Moderator. Dass sich gute Talkshows und Filme dadurch auszeichnen, dass man eigentlich nie weiß, was als nächstes passiert. Menschen in eine solche Situation reinzubringen, heißt die EU in Europa nicht ernst nehmen. Wer Sprüche klopft an der Stelle und sagt, ja, wir sind für Europa und schön, dass wir den Euro haben, aber dass keine Antwort findet für diejenigen, die arm sind. Keine Antwort findet für den Umgang mit Minderheiten, wenn es um Menschenrechte geht. Das hat sowas für Sonntagsreden. Das gefällt mir nicht. Und dann finde ich die symbolische Axt durchaus angebracht. Stichwort Rechtsextremismus. Unser Alltag sieht tatsächlich so aus, dass wir in ganz unterschiedlichen Kontexten beraten, weil eben tatsächlich der Bedarf da ist. Ja, es gibt, der Volker hat es schon angesprochen, einen ganz verbreiteten Alltagsrassismus. Ja, und es gibt eben, wenn man so will, die harten Neonazis, die sicherlich personell eine Minderheit darstellen, die die Dinge vielleicht nochmal auf die Spitze treiben, aber eben auch für enorme Verunsicherung sorgen. Wir beraten also in Schulen, in Jugendeinrichtungen, bei der Feuerwehr, in Sportvereinen. Wir beraten aber eben auch bei Behörden, Stadtverwaltungen und eben, das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, nicht nur eben im jugendkulturellen Bereich. Ja, das ist ja eben auch so eine Annahme, dass Rechtsextremismus in erster Linie ein Jugendproblem ist. Ja. Tatsächlich stellen wir eigentlich, ich würde mal fast sagen, eher das Gegenteil fest. Auch ja? Nazis werden älter. Also auch Nazis werden älter. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die alle jetzt schon seit längerer Zeit sich mit dem Thema Faschismus, extreme Rechte, Rassismus, aber auch mit Themen wie Kapitalismuskritik, Ausgrenzung irgendwie von Menschen in der Gesellschaft beschäftigen.
Und als Gruppe versuchen wir natürlich irgendwie Schwerpunkt als Antifa-Gruppe irgendwie zu gucken, was machen Nazis hier, was machen sie aber auch NRW-weit, versuchen uns da zu vernetzen mit anderen Gruppen und versuchen dem eben auch vor allen Dingen was entgegenzusetzen. Das ist eine Sache, dass wir gucken, darüber zu informieren und auch öffentlich zu machen, was machen Nazis eigentlich so. Also was hier gerade schon gesagt wurde, auch in Münster gibt es Nazis und das ist ja vor allen Dingen letztes Jahr deutlich geworden, als sie dann hier aufmarschiert sind. Und diese Nazis gibt es jetzt auch immer noch. Also die sind jetzt ja nicht weg, nur weil irgendwie deren Demo nicht mehr stattfindet. Sie haben sich jetzt in der Partei Die Rechte organisiert. Und letztes Jahr waren wir dann zusammen mit den Gewerkschaften und dann nachher auch vielen Jugendorganisationen, auch den Parteien, haben wir das Bündnis aufgezogen, welches dann zu Blockaden aufgerufen hat. Und wir haben eben versucht, da den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Das ist eine Form, das ist die, die am öffentlichsten ist, die am meisten bemerkt wird und Beachtung findet. Wir versuchen aber eben, uns kontinuierlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir stoßen natürlich da auch direkt an das Problem, dass, wie Volker es gerade schon sagte, der Rassismus geht bis tief in die Mitte der Gesellschaft. Also es ist kein Randphänomen, es ist nicht so, dass nur irgendwie die Nazis das Problem sind. Und das ist was uns immer wichtig ist, mit zu thematisieren. Uns geht es nicht nur darum, irgendwie zu sagen, da sind die bösen Nazis, sondern uns geht es irgendwie um eine grundlegende Änderung dieser Gesellschaft. Es geht es darum, dass wir eine herrschaftsfreie Gesellschaft wollen, eine Gesellschaft, in der es eben keine Schranken mehr gibt und in dem alle Menschen leben können. Du beobachtest das Geschehen, das Publikum, da draußen am Fernseher zu, du hast das Bildschirm in dem Bildschirm ja auch in der Runde. Wie hast du gerade die Pärchensituation gesehen? Die Pärchensituation, das war erstaunlich echt in mancher Hinsicht. Ich fand also nicht nur wegen der gewissen Partikel, die man so als Wiedererkennungseffekt bezeichnen könnte, sondern auch wie das Fernsehen als solches eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, sondern es wurde eigentlich nur behauptet, auch so wie sie immer gesagt hat, also ich will unbedingt Tagesthemen gucken, es war eigentlich nur, es ging um das Ritual, ja. Es ging eigentlich stets und ständig nur darum, dass sie sich da gemütlich aufs Sofa setzt und mit ihm reden möchte und das andere war Behauptung, würde ich mal sagen, und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich eben das Echteste daran ist, ja. Dass das Fernsehen, ja, also als Medium letztlich nicht wichtig ist, sondern mehr als eine Form von Tapete. Und das fand ich eigentlich, haben die ziemlich gut rübergebracht. Wir erleben gerade, wie Leute, die zu Blockaden aufgerufen haben, Lothar König aus Jena, in Dresden vor Gericht gestellt wird und versucht wird, eben solchen Protest, antifaschistischen Protest zu kriminalisieren. In dem Fall finde ich es erstaunlich, dass das, was man allgemein vielleicht als am ehesten fernsehtauglich finden würde, also so eine Talkrunde, wirkt jetzt auf mich eigentlich am wenigsten wie Fernsehen. Und die Leute haben sich ganz vielfältig nach jeweils ihren Möglichkeiten an diesen Protesten beteiligt. Und man kann an dieser Stelle nicht sagen, da hätten Leute vehementer sein müssen, man hätte irgendwie mehr machen müssen. Die Leute haben das gegeben, was sie geben konnten. Aber wenn die Polizei so hermetisch ein Viertel abriegelt und es wirklich mit einer im Prinzip militärischen Macht versucht zu sichern, dann kommen wir da nicht gegen an. Und das ist ein Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie gehen wir eigentlich mit so Situationen um? Wie geht man dann mit dem Nazi-Aufmarsch um? Eine Antwort darauf habe ich auch noch nicht. Das Medium hält sich zurück. Also mangelnde Souveränität würde ich das nicht nennen, sondern einfach nur eine formale Zurückhaltung, also die dann einfach nur das Dokumentarische beibehält. Als Kultursoziologe gucke ich mir Strukturen an und wie sich solche Ausgrenzungen, Grenzen manifestieren im Alltag. Wir haben so eine Ideologie, es ist alles eine Gemeinschaft, es ist alles frei in Europa. Dann haben wir aber mannigfaltige Grenzen, die sich so wie konzentrische Kreise um Menschen ziehen. Einmal drumherum die Außengrenze der EU
wo Frontex patrouilliert, wo Menschen ertrinken jeden Tag, die versuchen nach Europa zu kommen. Dann ein bisschen weiter nach innen. Wir haben, wenn Flüchtlinge hier sind, haben wir die Residenzpflicht. Die dürfen also nicht aus ihren Kreisen raus. Das wird jetzt hier und da ein bisschen gelockert. Das bedeutet aber immer noch, dass sie aus ihren Bundesländern nicht raus dürfen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Wir haben natürlich ganz wichtig Racial Profiling in den Zügen. Das sieht man, wenn man hinguckt, jeden Tag in Bahnhöfen, in Zügen, vor allen Dingen, die ich jetzt inzwischen kenne, die aus der Schweiz kommen oder in die Schweiz reinfahren, wo gezielt Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert werden. Das wurde immer abgestritten, dass das was damit zu tun hat. Inzwischen hat es ein Verfahren an Koblenzer Landgericht gegeben, wo es dann zugegeben wurde, dass es darum geht. Das ist die eine Sache. Ich könnte noch mehr davon erzählen. Das andere ist, es gibt auch immer stärker in den heutigen Städten, ob wenn wir jetzt in Münster bleiben, Grenzen, die sich verstärken, die soziale Grenzen sind. Wir haben, nehmen wir mal die Innenstadt, also in den letzten Jahren hat es immer mehr an Außengastronomie gegeben. Jetzt stellt sich die Frage, was soll da eine Grenze dran sein? Aber es ist ein Unterschied, ob man sich so aufhalten kann in der Stadt, ohne dass man was konsumieren will, gegen Geld, oder ob man sich nur noch oder fast nur noch in Außencafés setzen kann, wo ich dann bezahlen muss. Also das ist schon dann in so einem, der Versuch mit einem gediegenen Design, passend zum Prinzipalmarkt und drumherum, eine Stimmung zu schaffen, die auch in der Lage ist, Menschen bewusst abzuschrecken, die sich da nicht wohlfühlen oder nicht wohlfühlen sollen. Noch ein ganz anderes Ding zum Thema Grenzen. Es gibt inzwischen auch in Münster die Klostergärten, kennt jeder. Es gibt also eine Tendenz zum abgeschotteten Wohnen, wo also Villen gebaut werden mit Mauer drumherum und Apartments gebaut werden, die luxuriös sind, die teuer sind, wo man aber nur rein kann, indem man durch so eine Loge durchgeht, wo ein Concierge steht, der alles im Blick hat, der einem die Erlaubnis geben muss, reinzukommen, wo es Kameraüberwachung gibt drumherum, wo es Bewegungsmelder gibt, die laufen dann alle an den Monitoren zusammen. Das gibt es in anderen Städten noch mehr und noch viel schlimmer. Es gibt zum Beispiel in Berlin K-Lofts. Das heißt, ich habe ein Luxus-Apartment-Haus, wohne mitten in Kreuzberg, habe aber ein teures Auto und will das nicht draußen stehen lassen. Also habe ich dann Möglichkeiten, das Auto in einen Aufzug zu fahren und vor meinem Loft draußen oben auf dem Dach oder in der Etage zu parken. Dann habe ich das Ding immer im Blick. Das ist zum Patent angemeldet und soll auch in anderen deutschen Städten verwirklicht werden, in Karlsruhe glaube ich noch. Also man sieht Ausgrenzung durch Luxus, man sieht Ausgrenzung dadurch, die ist schon alt, dass Menschen eben in Asylbewerberheimen, die meistens in der Walachei liegen, wohnen müssen. Man sieht natürlich auch Ausgrenzung dadurch, dass Menschen wie im Kinderhaus in heruntergekommenen Hochhäusern wohnen müssen. Und dann gleichzeitig gibt es aber die Ideologie, wir sind eine große harmonische Stadt, wir sind die lebenswerteste Stadt der Welt, seit 2004 offiziell. Und das ist so ein Drüberstülpen von Wir-Gefühl, wo alle mit gemeint sein sollen, aber viele ausgegrenzt werden, weil die einfach mit ihrem Leben da nicht drin vorkommen, sondern das ist das Gefühl von einer wohlhabenden Mittelschicht, die sich dann auch in der Altstadt wohlfühlt, die sich auch möglicherweise in den neuen Townhouses, die überall gebaut werden, Wohnungen leisten können, Eigentumswohnungen. Wohingegen andere Menschen, die noch bezahlbaren Wohnraum vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten in der Innenstadt noch fanden, immer weiter raus müssen, weil die Mieten immer mehr steigen. Das ist erstmal so. Stichwort Wir-Gefühl, Fankultur, Fußball. Wird auch ausgegrenzt oder ist das wieder stärker? Ja, also ich glaube, alle Probleme, die wir mit Sachen Inklusion, Exklusion hier schon thematisiert haben, zeigen sich natürlich auch im Fußball. Denn es ist natürlich so, dass Fußball nicht unpolitisch ist, sondern Teil der Gesellschaft und auch ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Gerade wenn man sich ein Land wie Deutschland betrachtet, wo die höchsten Einschaltquoten bei WM-Finals von 30, 40 Millionen natürlich erreicht werden. Das heißt eigentlich, das ist vor der Glotze, wenn Fußball läuft. Andererseits, was auf den Rängen passiert, wird eben oft entpolitisiert betrachtet, vor allem von Funktionärsseite aus und ähnliches, dass eben eigentlich versucht wird, zu sagen, Fußball ist eine heile Wolke, wo im
Grunde jeder mal die Sau rauslassen kann und sich vielleicht auch politisch inkorrekt äußert. Das ist ein Stück weit gesellschaftlich akzeptiert und das finde ich natürlich grundsätzlich relativ problematisch. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall auch Fußball ein Handlungsfeld von der extremen Rechten. Wenn man nach Dortmund guckt, wo mit 25.000 die größte Stehplatztraverse in ganz Deutschland steht, in der Südtribüne, und dort agieren Ultras und Hooligans gemeinsam mit der extremen Rechten und dort wurde zum Beispiel ein Solidaritätsspruchband ausgerollt, Solidarität mit dem nationalen Widerstand Dortmund, nachdem der verboten wurde, bevor der Sichner Partei die Rechten dann wieder neu organisiert hat, ist es natürlich ein Stück weit sehr, sehr plakativ, aber eben auch zeigt eben auch, dass es dort eben Menschen gibt, die dort Menschen für die extreme Rechte eben auch anwerben. Andererseits gibt es natürlich auch Inklusion im Fußball. Es gibt manche Fangruppen, die zum Beispiel aktiv in Flüchtlingsheime gehen und dort eben Menschen im Stadion eine gesellschaftliche Teilhabe eben ermöglichen. Das gibt es zum Beispiel in Hamburg, wo es in der Nähe von Hamburg das Flüchtlingslager Horst gibt, ungefähr 2 Stunden, wenn man mit Bus und Bahn fährt. Und dort gibt es eben bei St. Pauli eine Gruppe, die immer wieder dorthin fährt mit einem kleinen Bus und vor jedem Spiel Leute dort abholt, damit eben dadurch, dass sie einfach ins Stadion gehen, damit ihnen im Grunde ein Stück weit eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird, was sonst eben einfach nicht der Fall wäre. Also alles, was wir im Grunde hier thematisiert haben, Exklusion und Inklusion beobachtet man genauso im Fußball und deswegen kann das auch kein unpolitischer Raum sein, so wie dieser oft beschrieben wird. Bernd, habt ihr darüber schon mal geschrieben in der Graswurzel? Über Fußball eher weniger, ist nicht so richtig unser Thema. Über Antifaschismus natürlich schon viel und über Antirassismus natürlich sehr, sehr viel. Das ist eines unserer Schwerpunktthemen natürlich in der Zeitung. Genauso wie natürlich auch Antifa oder eben auch direkte Aktion im Grunde ein Thema der Zeitung ist, was ja auch im Grunde zum Ziel unserer Zeitung gehört. Das Ziel ist eine herrschaftsfreie, gewaltlose Gesellschaft. Und das kann man natürlich erreichen durch direkte, gewaltfreie Aktion, durch Aufklärungsarbeit. Und unter direkter, gewaltfreier Aktion kann man auch zum Beispiel nach Münster schauen und man kann sehen, was war 2006 in Münster. Da gab es ja auch den Versuch von Neonazis, eine Demonstration in Münster zu machen. Es gab auch wieder den Versuch von der Polizei, die Antifaschisten nicht praktisch in das Zentrum reinzulassen der Demonstration. Das war das Hansa-Viertel. Und es war aber in diesem Viertel schon so, dass da 2000 Leute schon in den Häusern saßen. Und als dann die Nazis aus dem Bahnhof rauskamen, haben die sich einfach auf die Straße gesetzt, sich untergehakt und blockiert und durch diese gewaltfreie Aktion im Grunde dann diesen Nazi-Aufmarsch gestoppt. Von oben flogen dann noch Eier und Tomaten auf die 100 Neonazis. Und die Demonstration war dann im Grunde nach 150 Metern gelaufen. Und das führte letztlich dann dazu, dass dann die Neonazis nochmal probiert haben, einige Wochen später eine weitere Demonstration zu machen. Da hat die Polizei gesagt, wir können in der Innenstadt nicht für ihre Sicherheit garantieren. Und daraufhin haben dann die Neonazis die Möglichkeit gekriegt, in Münster-Hiltrup die Demonstration zu machen. Es gab wieder mehrere tausend Leute, die sich auf die Straße gesetzt haben und das blockiert haben oder versucht haben zu blockieren. Und das Ganze führte dann dazu, dass die Neonazis im Grunde, also diese autonomen Nationalisten, wie sie sich damals genannt haben, seitdem erstmal mehrere Jahre nicht mehr versucht haben, in Münster eine Demonstration zu machen. Das heißt, diese direkten gewaltfreien Aktionen, die eben von unten kamen, die eben nicht durch staatliche Stellen ermöglicht wurden, sondern im Gegenteil, die Polizei hat ja versucht, das zu verhindern. Aber sie hat es in diesem Fall erfreulicherweise erfolglos versucht. Das war natürlich letztes Jahr aus meiner Perspektive, da würde ich noch mal kurz zu dem Thema, wo wir gerade waren, weiter anknüpfen. Das war unter diesem Gesichtspunkt war es ein echtes Desaster, weil das die Nazis auch in ihren Internetseiten geradezu gefeiert haben. Es war ja vorher angekündigt worden, wir stürmen die rote Hochburg Westfalens, damit war Münster gemeint. Und die letzte rote Hochburg war sogar von der letzten roten Hochburg die Rede. Also aus deren Sicht war es tatsächlich so, dass dadurch, dass sie ihre Nazi-Demos nicht hier durchführen konnten, ist Münster für die eine linke Hochburg gewesen. Und für uns war es natürlich dann auch recht komfortabel, weil wir relativ wenig Probleme mit Nazis, also im Vergleich jetzt meinetwegen mit Dortmund, relativ wenig Probleme mit Nazis hatten. In Dortmund ist ja die Strategie gefahren, jahrelang vom Polizeipräsidenten, die letztes Jahr vom grünen Münsteraner Polizeipräsidenten leider auch gefahren wurde, dass eben versucht wurde, die antifaschistischen Demonstrationen zu verhindern und massiv zu stoppen sozusagen, um zu verhindern, dass die Nazi-Demonstrationen gestoppt werden durch direkte gewaltfreie Aktionen.
das wurde dann immer gesagt, das sind keine gewaltfreien Aktionen, sondern so eine Blockade wäre Gewalt. Und da müssen wir natürlich auch, da propagieren wir das auch als Zeitung natürlich, dass es eindeutig keine Gewalt ist, wenn man mit gewaltfreien Aktionen vorgeht gegen Menschen, die ein total gewalttätiges Menschenbild haben, für die andere Menschen überhaupt keine Menschen sind. Und da denke ich, ist es auch legitim, mit solchen Aktionen vorzugehen. Natürlich in anderen Bereichen auch, ein anderer Schwerpunkt unserer Zeitung, Anti-Atom-Bewegung. Also das heißt, wir propagieren eben nicht auf die Parteien zu hoffen, sondern wir agitieren dafür, dass die Menschen ja direkt handeln, dass sie direkt sich vor einen Atomzug setzen und den blockieren, dass sie direkt Sabotage betreiben, also Sabotage im positiven Sinne. Sabotage kommt ja von dem französischen Wort Le Sabot, also der Holzschuh, der von den Arbeiterinnen und Arbeitern in die Maschinen hineingeworfen wurde und damit wurden die Maschinen gestoppt. Also der Begriff Sabotage ist eigentlich ein wunderbarer Begriff, um auch zu kennzeichnen, was eine gute antifaschistische Arbeit, eine gute anarchistische Arbeit, wie ich sie verstehe, ausmacht. Es gibt keine Widerworte, es gibt keinen Moderator, der da ständig dazwischen quatscht und das ist schon dann ungewohnt, also wenn man es dann jetzt über den Fernseher betrachtet. Da kommen sehr viele Herren und sitzen plötzlich in meinem Wohnzimmer, also... Wo ist die feministische Perspektive? So, jetzt bleibt die Axt da liegen, oder was? Was war das? Lass doch mal den Fernseher aus, das ist doch toll! Überleg doch mal! Weißt du, da guckst du hier, guckst du hier Helge Schneider und dann tauchen hier auf andere Leute auf. Ich fand das irgendwie toll! Das war echt interessant! Ja, aber guck dir das mal an! Das ist zu fassen, oder? Oh, jetzt mach das doch mal aus. Nein, das ist doch... Das nervt mich jetzt, ehrlich. Aber ich fand das irgendwie toll. Was war das für Leute? Ich weiß es nicht, aber ich fand es irgendwie toll. Das war doch interessant. Also ich meine, ich finde es so ein bisschen... Ja, aber hast du mitbekommen, warum... Ich meine, es ist doch klar. Was denn? Warum ich Angst um Marie habe. Was die alles erzählt haben. Sag mal, bist du bekloppt oder was? Also, Stefan, ey, du wirst vielleicht jetzt besser schlafen. Das war hochinteressant. Natürlich, war das hochinteressant. Das war mal eine andere Perspektive. Diese ganzen Aufmärsche der Nazis hier. Ja, da bist du zu Hause geblieben. Wenn du mal mitgekommen wärst, dann wüsstest du, wovon die gesprochen haben. Hätte ich Marie mitnehmen sollen oder was? Ach komm, das ist doch. Ist doch witzig. Ich bin froh, dass ich sie nicht mitgenommen habe, wenn ich das höre, was da passiert ist. Darum geht es überhaupt nicht. Hast du das mitbekommen, was da passiert ist? Es geht doch überhaupt nicht darum, ob du Marie mitnimmst oder nicht, sondern es geht darum, dass es sehr spannend ist, mal eine andere Perspektive und dann kommt die... Das ist doch toll! Ich finde es toll! Ja, natürlich, aber... Das ist doch irgendwie dann echt und du machst als erstes die Glotze an. Ja, warum denn? Weil doch... um das zu zeigen, es ist doch... Du sitzt hier... Kommen die noch mal wieder, oder was? Ja, ist Pause, oder? Also, ich finde es interessant, muss ich echt sagen. Weißt du, das sind mal Menschen, die echt was zu sagen haben. Und die kriegen überhaupt kein Forum oder wenig. Die kommen eben nicht da im Fernsehen. Und das war doch interessant. Ja, natürlich war das interessant. Ja? Und ich war ja bei diesen Marzi-Aufmärschen. Das hat mich gerade stark daran erinnert. Das war so eindrucksvoll im negativen Sinne. Ja, hast du das mitbekommen? Wer war das hier, der das erzählt hat, dass da irgendjemand mit der Ahnung wurde? Hast du mir nicht erzählt? Oh, Stefan. Ja, genau darum geht es. Ich meine, das ist doch. Wir sitzen hier. Das finde ich erstmal wirklich spannend. Du beißt dich natürlich wieder nur an so einer Angstgeschichte fest. Du weißt ja, guck, was mit Marie war. Die schläft doch. Das ist doch... Du, wenn die nochmal kommen, dann machen wir ein bisschen... Dann machen wir hier ein bisschen Brot und so. Ich finde das toll. Sie doch jetzt keine Schnittchen anbieten, oder? Ich finde das interessant. Ich weiß auch, warum ich mich wieder ein bisschen engagiere. Ich finde das auch wichtig.
ich finde das ja auch gut, dass du dich engagierst. Ich unterstütze dich ab. Habe ich dich, ne? Ich unterstütze dich auch. Ja, aber, aber ich glaube, du verstehst einfach überhaupt nicht, warum und was dahinter steckt, oder? Verstehst du gar nicht. Verstehst du das eigentlich? Wie verstehe ich das? Ich fand das jetzt wirklich interessant. Hier sind so Menschen plötzlich und ich finde das irgendwie sehr interessant. Auch natürlich ein bisschen strange. Und du schläfst ein. Ich bin noch nicht eingeschlafen. Aber fast. Ja, weil ich müde bin. Ja, aber du kannst auch nicht einschlafen, wenn hier Menschen in unsere Nähe kommen da war sogar einer, der aus dem Bereich des Fußballs kommt. Das muss dich doch interessieren. Ja, da bin ich wieder wach gewesen. Hast du gehört? Das hat mich aber genau an das erinnert, weißt du, als er davon anfing, irgendwie Gewalt und Gesellschaft. Was hatten wir denn vorher hier? Wo ich das gesagt habe mit Brasilien. Ach Stefan, ja? Ich mich inspiriert hast. Ja, was mache ich denn gerade? Ja, dich inspiriert, du regst dich auf. Du regst dich doch nur auf. Ich finde das sehr inspirierend. Man hört immer das Gleiche. Und dann, ich bin jetzt gerade ganz, ganz gedankenvoll. Das ist doch super. Würde das auch gern mehr mit dir teilen. Was mache ich denn? Gehe ich ins Bett und penne? Aber du ziehst so ein Gesicht. Du ziehst schon so ein Gesicht, seitdem ich heute nach Hause gekommen bin. Und seitdem passieren so Sachen und das ist total lustig. Warum sind die so hier hängen? Ich weiß nicht. Warum liegt der Typ seine Axt auf dem Tisch? Das ist doch bescheuert, oder? Warum nimmt er seinen Stuhl nicht wieder mit? Absurd, oder? Nee. So. Ich fühle mich gerade so lebendig. Komm. Doch, komm. Ich weiß nicht mehr, wo ich es hingetan habe, ehrlich. Das Hochwasser hat Tempel und Pilgerpfade zur Friedhöhe gebracht. Was denn? Auf unserem Weg kamen lass drin. 200 bis 300 Toten. Was ist das? Lass drin. Mach doch mal leiser. Was ist das? Ein Geschenk? Für mich? Nein. Das war das Päckchen, was letzte Woche gekommen ist. Was ist das? Das Päckchen, was letzte Woche gekommen ist. Für wen denn? Für mich. Warum machst du es nicht auf? Weil Lust habe. Hä, von wem ist das denn? Von meiner Mutter. Dann mach doch mal auf. Hä, was ist denn los? Wieso willst du das denn nicht aufmachen? Was ist denn los? Die sowas verkörpert hier ist, wie die Demokratie und die Menschenrechte werden niemals untergehen. Sie sollte einfach sehr geschätzt und respektiert, weil man dann sieht, wie sehr dann scheint in Deutschland das Herz auf die Türkei schlägt. Weißt du, was das ist? Habe ich das nie erzählt, dass ich mit 10 oder 11 angefangen habe, ein Fotoalbum zu machen von den Sachen, die mir wichtig waren, die ich toll fand, die ich erlebt habe? Hast du es nicht erzählt? Weiß nicht, irgendwann. Ja, und dann habe ich aufgehört. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, mit 18 habe ich aufgehört. Ja. Oh, jetzt hat deine Mutter das weitergeführt. Ach, das ist ja Wahnsinn. Und da hat sie noch Seiten offen gelassen. Aber das ist doch ganz nett, finde ich. Ah, krass. Ach, ja, guck mal. Nein. Ah! Ich finde das irgendwie ganz...
Was ist denn daran so schlimm jetzt, dass deine Mutter dir ein Fotoalbum schickt? Das ist doch irgendwie ganz nett. Die hat das nett gemeint, die wollte dir da eine Freude machen. Die hat das all die Jahre weitergeführt, das ist doch krass. Ah, wie geil. Hey Stefan, was ist denn jetzt los? Das ist ein Aufruf zum Kontakt. Stefan. Nee, das ist ein Aufruf zum schlechten Gewissen. Weißt du? Ja, genau. Und das ein ist aber Aufruf der Punkt. Aufruf zum schlechten Gewissen. Ich soll ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich mich seit 4 Monaten nicht gemeldet habe. Schrei mal nicht so, Marie. Ich schrei überhaupt gar nicht. Ja, aber nicht. Du kommst gerade ins Schreien, das finde ich doof. Marie schläft, ja? Mich nervt es. Wir sind, seitdem wir zusammen sind, mit deiner Mutter und so beschäftigt. Und du schließt keinen Frieden. Du machst noch nicht mal den Versuch, Stefan. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich heile Welt spielen? Nein. Lieber Sohn? Nein, darum geht's doch gar nicht. Der jede Woche seine Eltern anruft, wie geht's euch, ja, was macht ihr? Ja, das ist wieder, es gibt zwischen heile Welt und nichts machen, gibt's ganz viel, das ganz viel Raum. Ja, du hast eine heile Welt gehabt in deiner Familie. Hab ich überhaupt nicht. Hast du wohl mit deinen Geschwistern? Na ja, toll, hab ich nicht. Weißt du, wie das ist mit 5 Geschwistern? Ja, bestimmt besser als mit einem Halbbruder, weißt du? Das führt jetzt auch zu nichts. Ein Halbbruder, von dem ich vor 20 Jahren erfahren habe, dass es ihn überhaupt gibt, oder? Ja, ich weiß, ich kenne dich seit 20 Jahren. Die schickt dir hier so ein Buch, das ist echt süß. Das hat was. Das ist irgendwie charmant, ja? Die Frage ist ja... Warum macht sie das? Weil sie Nähe herstellen will. Weißt du, wenn sie Nähe herstellen... Ja, sie will Nähe herstellen. Und sie ist ungeschickt, sie hat das nicht gelernt, wie man es macht. Wie all unsere Mütter das nicht wissen. Die wissen nicht, wie das geht. Es ist Kommunikation, wie wir das gerne hätten. Ich meine, unsere Kommunikation ist gerade auch scheiße. Merkst du das? Wir hauen uns gerade die Sachen um die Ohren. Mach doch mal den Scheiß da aus, ey. Weißt du, dass ihr die Sache mit Jochen so totschweigt, das ist ja auch noch ein Kapitel sondergleichen, ja? Aber das ist... Über Jochen habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust zu reden. Nee, ist klar. Klar. Ich muss es versuchen, mit Mama hinzukriegen. Ich hab so oft mit ihr geredet, weißt du? Ach so. Ja. Aber irgendwann habe ich auch keine Kraft mehr dazu. Also sie hätte... Gott, natürlich macht sie das nicht. Sie hätte Papa verlassen müssen, weißt du das? Ah, meine Güte, ja. Das ist aber nicht mehr dein Job. Ja, du bist 43. Du musst das endlich mal akzeptieren, dass sie deinen Vater nicht verlassen hat. Okay, wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Dein Bruder ruft dir regelmäßig an, dem geht's nicht gut, ne? Damit du das mal weißt, ich schon dich da immer. Dein Bruder geht's nicht gut. Ne? Halbbruder. Deinem Halbbruder geht's nicht gut. Und ich telefoniere in regelmäßigen Abständen mit ihm, ja? Und das liegt an mir, oder woran liegt das? Nein, nur ich feder das ab, verstehst du? Ich fange das ab. Ich habe mich mit ihm vor 3 Jahren getroffen. Das war nichts, das war ein Reinfall. Das war ein totaler Reinfall. Ich hab dir davon erzählt. Oh, du nervst mich, weißt du das? Ja, danke. Ey, weißt du, danke für deine Hilfe. Ja, danke! Aber, was willst du denn? Und schrei hier nicht so rum, Marie schläft, ja? Ich habe einfach keinen Bock mehr, immer der Puffer zwischen dir und deiner Familie zu sein. Und du gehst Fußball spielen oder guckst Fernsehen. Ja? Ja, es ist so. Mich nervt es schon lange, echt. Schick sie doch wieder. Ja? Du kannst es ja zurückschicken. Dann mache ich natürlich nicht. Warum nicht? Dann mach es doch mal. Dann mach doch mal sowas. Ja? Du verhältst dich immer defensiv, guckst ab. Warum soll ich hier das Foto aber zurück? Schick's zurück. Ja? Machst einen gelben Zettel drauf.
was weiß ich, unbekannt verzogen oder so. Mach mal was! Du sitzt hier immer nur und schweigst. Ich weiß, dass es dir schlecht geht, aber so kommst du nicht weiter. Oh, Mann, echt. Manchmal habe ich das Gefühl, du stellst dich so ein Stück über mich, weißt du? So ein Stück. Meterweise bist du über mir. Weil es hier gerade gut geht, weil dein Laden gut läuft, ist doch alles wunderbar. Finde ich super. Hier muss man manchmal fies sein, sonst rachst du überhaupt nichts. So schlimm. Deine Mutter ist eine unsensible Kuh. Ja, klar. Das ist sie. Stimme ich sofort zu. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Lasst euch nicht stören, ich bin, ich wollte nur kurz gucken. Ich bin hier gebucht für den zweiten Teil. Ich wollte nur kurz gucken, wie das hier aussieht. Ich bin Johannes. Hallo. Stefan. Tag. Und ich wollte nur kurz gucken, weil ich im zweiten Teil, wenn die Theaterleute zum zweiten Mal kommen, ja, bin ich gebucht. Aber nicht als Johann König, sondern eben als normaler Mensch. Hättest du erstmal Bier? Genau, ich soll dann euer Privatleben. Ich bin ein Überraschungsgast nachher. Also jetzt keine Überraschung mehr. Ist ja ziemlich dumm. Ja, nur ich bin nachher, ich bin ja, ihr wisst ja nachher nicht, setz dich doch erstmal hin. Wann ich komme. Ich wollte nur kurz gucken. Mach doch mal das Ding aus. Wieso? Nur weil der hier sitzt, muss man den ausmachen. Das ja, es ist ein Akt der Höflichkeit, wenn jemand kommt, dass man. Ja, wieso ist auch kein Akt der Höflichkeit, dass der einfach. Guckst du Fußball? Ich gucke lieber David Garrett. Oder was ist das? Das ist irgendwas anderes. Genau, Fußball. Ich gucke lieber Fußball. Ja, okay. Aber ich bin auch gleich wieder weg. Ich wollte nur kurz. Da. Bleib ruhig sitzen. Wolltest du ein Bier? Dortmund führt? Dortmund führt, ey. Das Confederation Cup Italien, Brasilien, weißt du, ne? Weißt doch. Ja. Ich muss immer witzeln. Brasilien führt 2-1, siehst du. Ja, wir haben jetzt gerade irgendwas besprochen. Das ist typisch, nee, ne? Da kannst du so umschalten, ne? Das ist genau das, was ich meine, ja? Da kommt hier jemand rein, ne? Gut, da ist mal, ne? Also setz dich hin und du schaltest um, ne? Das ist genau das, was ich meine. Das finde ich total daneben. Sollen wir jetzt vor dem irgendwie unsere Probleme? Nein, das ist mir scheiße, aber das ist genau das, ne? Nein, ich will gar nicht stören. Hast du denn ein Bier da? Ja, sicher. Ich wollte ja gar nicht, ich wollte mich auch nicht setzen, weißt du? Ich wollte nur kurz gucken. Ja. Weil gleich ist Radio. Oder ein Prosecco. Nee. Bier.
ich wollte auch nachher mit euch noch was machen, wenn das geht. Setz dich. Ja, da freue ich mich aber sehr. Danke. Setz dich. Kannst du gar nicht abwarten, ne, dass wir wieder unter uns sind. Ne? Das ist so echt, ist egal, das geht jetzt echt nicht gegen dich. Habt ihr Probleme, oder? Versteh das jetzt nicht falsch, das ist jetzt nichts gegen dich, aber... Wir haben gerade Probleme mit meiner Mutter, oder? Wir haben Probleme mit deiner Mutter. Mit meiner Mutter. Also, ja. Okay. Du hast sie gerade als alte Zicke bezeichnet, richtig? Oh, also, du bist so ein Arsch. Du hast die größeren Probleme mit seiner Mutter? Das ist ja oft so, ne? Du bist echt ein Arsch, weißt du das? Ich habe die nicht als alte Zicke. Ich habe gesagt. Oder was war das? Das ist so krass, weißt du das? Jetzt musst du dich hier so groß tun oder was? Ich habe gedacht, die ist unsensibel, ja? Aber das habe ich gerade in der Innigkeit gesagt. Wie alt ist sie denn? Entschuldigung. Echt, also, egal. Meine Mutter. Hm. Kommt die auch noch, oder? Gott, bewahre. 74. Das ist doch, die ist doch nicht 74. Ich will doch wissen, wie alt meine Mutter ist. 74. Die ist noch nicht mal 70, ja? 74, ich meine, die sieht aus wie 95, aber die ist doch noch ganz jung. Na, egal. Aber 74 ist auch, und wenn sie 70 ist, es passieren so viele Sachen. Ja. Ich habe nur gerade gedacht, ey, das, weißt du, das ist das, was ich meine. Ich meine, das können wir jetzt auch mal so sagen. Zup kannst du so umschalten, ne? Und wischt alles weg. Hier willst du ein Bier, Fußball und so. Ich fand das sehr freundlich. Danke. Von ihm. Soll ich ihn rausschmeißen? Nein, ich will ja gar nicht stören. Ich wollte, du störst ja schon. Ja, aber ich will es nicht. Ja, du tust es aber. Egal. Ja, aber trotzdem ist es mein Wille gewesen, nicht zu stören. Ja. So ist das manchmal im Leben. Ja, aber ich meine, habt ihr nicht genug Probleme? Müsst ihr über seine Mutter reden? Habt ihr nicht genug andere Probleme? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Habt ihr nicht genug schöne Sachen? Was ist mit seiner Mutter? Es geht um meine Mutter. Was ist mit Mutter. Deiner Mutter, meine ich? Bei ihrer Mutter ist alles toll. Wie ist es bei deiner Mutter? Top, also Kannst du dich mal hinsetzen? Ich will ja gar nicht lange stören. Ich muss auch gleich wieder weg, weil ich habe ja in der zweiten, wenn ihr zum zweiten Mal, dann will ich ja... Da freuen wir uns. Ich wollte ja wissen, ob ihr da mitmacht. Ja. Ich habe ein Gedicht geschrieben, wo ich eine Rolle zu vergeben habe. Ja, klar machen, oder? Ich habe aber nur eine Rolle. Ist das Lustiges oder was? Was Lustiges. Es geht um Kirschbaum. Kirschbäume? Wer kann von euch besser einen Kirschbaum sprechen? Ich. Ich bin ja so hölzern. Okay. Was ist jetzt? Hast du die auch mal? Nee, das ist die andere Überraschung. Wenn ich weg bin, also habe ich so verstanden, dass da noch eine Überraschung kommt, aber... Wir können jetzt nicht mehr im BVB gucken, ne? Brasilien, aber es ist egal. Also, tut mir leid. Was machst du jetzt? Ich gehe jetzt. Ja, herzlich willkommen zu Bersama, dem Magazin für Soziales, Migration und Gesellschaft, heute live aus dem Gasometer in Münster. Ich begrüße alle, die uns live und am Bildschirm zuschauen.
Wir haben heute Abend drei Gäste bei uns. Ich begrüße Sami Djemalovski, der vor 50 Jahren in Kumanovo in Mazedonien geboren wurde. Er bezeichnet sich als Ex-Jugoslawen, Mazedonier, Europäer, Rom, Düsseldorfer, zukünftigen Deutschen, Fortunen, Sportbesessenen, Vater, Ehemann, Bruder, Nachbar, Mensch, Kaufmann, Politikinteressierten, Menschenrechtler, Gerechtigkeitsfan und vieles andere. Zurzeit arbeitet er als Projektkoordinator bei der Otto-Benecke-Stiftung im Rahmen des interkulturellen Projekts Migovita. Herzlich willkommen, Sami. Danke, guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, unser zweiter Gast ist die Sophia Demming. Sie ist Schauspielerin aus Münster, außerdem noch Regieassistentin, Fotografin, Klavierspielerin und vieles mehr. Mit Roma hatte Sophia Demming bislang nicht viel zu tun. Durch einige doofe Erlebnisse, in Anführungsstrichen, hat sie bis vor kurzem auch ein abgeschobenes Bild gehabt von ihnen. Dennoch will sie das nicht auf sich beruhen lassen und therapiert sich gerade im Moment selber, indem sie Kommunikation und Aufklärung sucht. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich begrüße noch Gordana Herold aus Köln. Sie ist die Initiatorin der Initiative Roma ne Romnia aus NRW. Das ist eine Initiative von und für Sinti- und Roma-Frauen. Aber ich durfte auch schon als Nicht-Sinti- oder Roma dabei sein und freue mich auch, dass du heute Abend hier bist. Auf alle Fälle. Nicht-Sinti-Roma-Frauen sind auch herzlich dabei bei Roma ne Romnia. Gern gesehen und auch aktiv dabei. Und ich bedanke mich für die Einladung, heute Abend hier dabei sein zu dürfen. Ja. Das Thema unserer heutigen Sendung, Sie denken sich wahrscheinlich schon, ist Roma. Das ist ein Thema, das im Moment wieder sehr in den Medien ist, speziell unter dem Begriff der sogenannten Armutszuwanderung. Viele Roma aus Bulgarien und Rumänien kommen im Moment zu uns. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff Zigeuner leider immer noch salonfähig. Und zwar nicht nur in rechtsradikalen Foren, sondern auch in unserem ganz normalen deutschen alltäglichen Sprachgebrauch. Ich habe hier einmal als Beispiel, das wird den meisten, werden jetzt erstaunt schauen, wenn ich sage hier, wir haben ja eine Zigeunersoße. Letztendlich ist auch hier der Begriff Zigeuner drin, auch wenn es vielen überhaupt nicht mehr auffällt und sie es auch gar nicht negativ meinen, wenn sie sagen, ich hätte gerne einen Zigeunerschnitzel, fällt aber eigentlich auch unter den Begriff. Wie seht ihr das? Also ich habe ja hier gesagt, die Soße ist wirklich lecker, aber Zigeunerschnitzel, das kann man also missverstehen. Und zwar, ich sage das anhand eines Beispiels. Also kurz nachdem das mit der NSU-Mordserie bekannt war und wo sogar die etablierten Medien dann von Dönermorden gesprochen haben, hatte ich keinen Bock mehr auf Döner. Mhm. Weil das selbst Spiegel und andere Medien solche Begriffe verwendet haben, die mit Döner und mit Mord dann zu tun. Das hat mich ein bisschen, das hat mich sehr, sehr gestört. Ne? Und ich suche genauso wie Gordana, bei immer wenn es darum um Zigeuner geht und so, wenn ich dieses Wort höre, es ist nicht unsere eigene Bezeichnung. Wir nennen uns nicht so, das haben wir von den anderen so auf dem Weg mitbekommen. Wir sagen in unserem Sprachgebrauch, wenn wir auf Romanes reden, wir sind Roma, Amensiam Roma. Und wir reden auch Romanes. Wir reden nicht die Zigeunersprache, sondern Romanes, unsere Sprache. Für mich und wie schon Sami sagte, es gibt halt einen großen Teil in der Roma-Ethnie, die sagen, nein, wir möchten nicht so genannt werden. Und diejenigen, die vielleicht halt sich selber Zigeuner nennen, sind vielleicht noch nicht so aufgeklärt. Genauso wie die Mehrheitsgesellschaft, die uns Zigeuner nennt und nicht aufgeklärt ist. Also ich meine, das ist sowas Ähnliches wie bei den Afroamerikanern in Amerika. Die sagen ja auch selber, die Rapper sagen ja auch so Nigger und was weiß ich. Aber der Weiße darf das nicht sagen. Ja. Und so ähnlich ist das auch bei uns auch. Also wir hören es nicht gerne von anderen. Das verstehe ich nicht. Darf ich mal einmal kurz fragen, was ist denn daran dann so schlimm? Ihr nennt euch selber Zigeuner. Was ist an dem Wort dann so schlimm? Nein, wir nennen es in welchem Zusammenhang wir das tun. Wir nennen das jetzt nicht, wenn wir es ernst meinen, sondern ironisch. Indem, ja, ganz genau, ironisch, wenn wir Spaß machen und sowas. Ne? Aber nicht jetzt, wenn wir wirklich ernst mit diesem Thema umgehen. Ich denke, dass auch Elvira, wenn es vielleicht in einem negativen Kontext fallen würde, ihr das Wort Zigeuner auch nicht mehr gefallen würde. Ja, natürlich. Das ist ja genau der Punkt. Also ich weiß ganz genau, was ihr uns so gesagt angetan habt. Und wenn ihr dann jetzt auch noch dahin kommt und sagt Zigeuner, dann finde ich das in diesem Kontext einfach nicht richtig.
Also entschuldige mal, ich habe also denen mit Sicherheit nichts angetan und ich bin damit groß geworden mit dem Zigeuner, genauso wie mit dem Negerkuss. Das ist für mich völlig okay, ich kenne das nicht anders. Ein Zigeunerschnitzel war mit so einer komischen Soße, die ich sowieso nicht gemocht habe. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, du bist nicht aufgeklärt über die Differenz zwischen Zigeuner und Roma, das nehme ich dir auch gar nicht übel, aber dafür, denke ich, müsste viel mehr Öffentlichkeitsarbeit getan werden, damit halt Menschen wie du, die halt damit aufgewachsen sind, für die halt Zigeuner nichts Negatives hat, aufgeklärt werden. Und dafür sitzen wir, glaube ich, heute Abend alle hier. Ja, also mich würde jetzt auch noch mal bei dir interessieren, wenn du Zigeuner hörst, du sagst ja gerade, das ist für dich normal, Sophia, und dass du damit, dass das ein Begriff ist, mit dem du einfach aufgewachsen bist. Was bedeutet denn das Wort Zigeuner dann für dich? Hat das was Negatives? Also ich bin als Kind aufgewachsen mit dem Lied Lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria. Damit bin ich groß geworden. Das war meine Kindheit. Das war ein lustiges Lied. Wir haben dazu gesungen und geschmettert und ich habe die nie unter einem negativen Aspekt gesehen. Ja, aber das Zigeunerleben in Anführungsstrichen war nie lustig. Nein, das wird wohl so sein. Deswegen sitze ich ja auch hier. Ja. Das ist für mich ganz verständlich, wenn Sophia sagt, also ich bin damit aufgewachsen mit dem Begriff, für mich ist das nicht negativ behaftet, aber wahrscheinlich hat Sophia so wenig halt Kontakt mit Roma und kennt nicht das wahre Leben der Roma, dass es doch nicht so lustig ist und dass dieses Wort total unschön ist, weil sie einfach noch nicht mit der Geschichte der Roma konfrontiert worden ist. Ich denke, Menschen wie du, Ulrike, die sich mit dem Thema befasst haben, tun das dann differenzieren. Aber ich nehme es auch nicht der Sophie übel, weil sie sich bis heute nicht damit auseinandergesetzt hat. Für sie ist halt der Begriff Zigeuner einfach nur ein Begriff, der weder was Negatives noch was Positives bedeutet. Aber ich denke, vielleicht ab heute oder ab heute Abend wird sie anders drüber nachdenken. Ich meine schon, dass der Begriff Zigeuner so mehrheitlich negativ behaftet ist als positiv. Es gibt auch diese romantisierenden Sachen, aber nichtsdestotrotz, die meisten, wenn sie das hören, Zigeuner ist wirklich sehr, sehr negativ behaftet. Ja. Und ich möchte noch einen Vergleich ziehen, ist das Gleiche. Wir haben es ja gelernt, wir leben ja in einer zivilisierten Gesellschaft, in einer sogenannten aufgeklärten Gesellschaft. Und dann wissen wir genauso viel, genauso, dass es eigentlich nicht Eskimo heißt, wie das von den Weißen dann für die Inuits der Name gegeben ist, sondern Inuit. Ne? Mhm. Und wir wissen genauso, glaube ich, es gibt auch mehrere solche Beispiele. Ja. Und bei uns ist das auch so. Es heißen ja auch nicht die Indianer, sondern die Ureinwohner Amerikas, sondern die haben ihre eigene dann Bezeichnung dann dafür und wir haben das auch. Ja. Erklärt doch mal, wie es dazu kam, dass es sich offiziell dann auch durchgesetzt hat, dass ihr euch darauf geeinigt habt, ihr nennt euch jetzt Roma. Das war neun. Ja, weil, nee. Wir haben es jetzt. Was heißt, wir haben es schon immer Roma, Menciam Roma. Aber so, dass ihr gemeint habt, so, die Welt soll euch jetzt auch Roma nennen. So, das ist jetzt eure offizielle Bezeichnung. Ja, das haben dann einige kluge Menschen dann irgendwann sich zu einem Kongress zusammengefunden und die das schon vorher das auch vorher wohl wussten. Das Kongress hat stattgefunden 1971 in London. Ja. Ja, 71 in London, ganz genau. Und dann wurde das mit der Bezeichnung für Roma, also für Zigeuner, für damals war es ja allgemein bekannt als Zigeuner, dass wir unsere eigene Bezeichnung nehmen, Roma. Dann wurde das beschlossen, Roma-Flagge und so weiter. Also ab dann, seit dem Kongress in London 1971, hat man das dann öffentlich eingefordert und hat dafür bis also heute immer wieder halt dafür gekämpft, dass es nicht mehr Zigeuner, weder auf politischer Ebene noch auf gesellschaftlicher Ebene halt Zigeuner genannt wird, sondern Roma genannt werden. Aber wir haben uns seit jeher, wie Sammy schon sagte, immer selber Roma genannt. Gut, wir machen eine kurze Musikpause und ich überreiche hierzu mein Mikro an Matthias Mühe, der uns musikalisch durch die Sendung begleitet. Ja, schönen Dank, Ulrike. Ganz passend zum Thema, die erste Musik. Duo Z aus dem Jahre 1981, als die deutschen Sinti sich für die Bürgerrechtsbewegung öffneten. Zunächst mit Henze Weiß und dann aber auch mit doch deutlicheren Worten. Das Duo Z, Z natürlich für das Z-Wort, was ja auch schon Thema gewesen ist. Tornado Rosenberg und Rutko Kawczynski, die bildeten damals das Duo Z und von dieser Gruppe hören wir jetzt das Lied Ganz anders. Musik.
Soldaten stehen im Wald am Lagerfeuer. Frauen laufen in bunten Röcken rum. Dunkle Männer singen zur Gitarre. Und Kinder tanzen um das Feuer rum. Pferde galoppieren über die Wiesen. Jungen angeln an einem Bach. Durch die Ritzen eines Wagens erklingt unüberhörbar großer Krach. Eine alte Frau raucht ihre Pfeife. Ein alter Mann erzählt, wie's früher war. Hunde prügeln sich um einen Knochen. Das war anno dazu. Deine Pferde sehen heute etwas anders aus. Ja, heute hat dein Pferd von 4 Zylinder. Hinten aus nem Rohr qualmt es heraus. Das Feuer kriegst du höchstens von Behörden. Dein Leben sieht heute ganz, ganz anders aus. Das war also das Duo Z, wie gesagt, Tornado Rosenberg, den ich schon immer um seinen Vornamen beneidet habe, und Rutger Kawczynski. Ja, nicht ganz so politisch ist es bei der nächsten Musik, die ich spielen möchte, und zwar ist das auch wieder ein Duo, auch aus derselben Zeit, 80er Jahre, nur ist es diesmal mehr ein französischer Einschlag, und zwar sind das Dorado Schmidt und Claudio Favari, und die spielen gleich Notre Histoire. Du sitzt hier heute als Kunstsachverständiger. Warum fängt es jetzt an zu regnen? Weil es hier ein stürmisches Geschehen ist. Nein, das ist eine Frage, die ich ausnahmsweise nicht beantworten kann, aber es könnte an der Gesamtwetterlage liegen. Und wir haben ja heute den zweiten Tag. Der Aufbau ist ähnlich wie gestern. Ja. Jetzt ist der Wechsel mit der Gesprächsrunde gerade angekommen. Haben wir es noch mit Kunst zu tun? An welcher Stelle meinst du jetzt? Hier? Ja, natürlich haben wir es mit Kunst zu tun. Also Radio kann man doch als etablierte Kunstform betrachten, und momentan verfolgen wir gerade sozusagen die Rache des Radios am Fernsehen. Wir können auch einfach nur sagen, den Einbruch des Radios ins Fernsehen. Das heißt, das Fernsehen läuft vom Radio weg gerade, oder wie verhält sich das Fernsehen? Das Fernsehen ist sozusagen als Geisel genommen vom Radio-Team, in dem es einfach nur Musik macht, und es gibt ja letzten Endes gerade nichts zu sehen. Momentan sind wir zwar im Bild, aber da vorne gäbe es sonst nichts zu sehen, außer dem Plattenspieler beispielsweise oder den Leuten drumherum. Ich sehe gerade, jetzt wird getanzt schon mittlerweile. Das ist, glaube ich, ein Volkstanz. Was würdest du als Volksfernsehen bezeichnen? Oh.
Hast du eine noch schwierigere Frage parat? Volksfernsehen, also im Zweifelsfall würde man das heutzutage nach Mehrheiten definieren, oder? Was die Mehrheit eines Volkes am liebsten oder am häufigsten sehen? Also die Quote. Ja, klar. Free Rainer kennst, dann weißt du, dass die Quote einfach nur eine Erfindung ist, ja, von bösen Leuten, die Boxen manipulieren. Wir reden gleich weiter mit dem Quote. Geht wieder rüber in die Radiosender. Comme il en arrive partout, c'était l'histoire de deux musiciens comme nous. La 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 la. Ja, das waren also Dorado Schmidt und Claudio Favari mit Notre Histoire. Eigentlich schön. Das geht aber gar nicht, oder? Ja, du musst mal eine neue Anlage kaufen. Ich meine, das geht doch gar nicht. Ach! Johann! Überraschung! Na? Ups! Oh. Ihr hört Rosenstolz? Ja. Ich sag immer, wer bei Rosenstolz eine Gänsehaut kriegt, der hat kein Gefühl. Das habe ich mal gesagt. Also ich hatte jetzt keine Gänsehaut. So weit würde ich nicht gehen. Ich, darf ich auch eins? Ja. Ich liebe Mon Cherie. Ach, das ist After Eight. Ich liebe After Eight. Da rennt er gleich wieder los. Na, ich hole doch nur einen Sessel. Das ist sehr aufmerksam. Ja? Fast als wäre Prosa, das ist wieder aus der Innigkeit. Ich will jetzt auch nicht wieder anfangen. Wir waren spazieren und... Alles ist wieder gut. Ja, es hat sich was getan bei euch, oder? Ich habe euch beobachtet im Wald. Ich habe das Dixie-Klo gesucht. Nein, ich freue mich, dass es euch besser geht. Hallo. Die frische Luft, ne? Mhm. Hast du Geschwister, Johann? Ich habe, ja, ich habe einen Bruder und der wohnt in Soest. Wie ist das Verhältnis? Ja, selten, aber wenn, dann, umarmen wir uns. Also es ist einer der wenigen Männer, eigentlich der einzige Mann, den ich umarme. Und Männer umarmen sich ja auch immer sehr speziell, ne? Ja, ich mag also das mit auch so, nicht. Mit so Klopfen auf den Klopfen, als hätte der... Ja, immer mit Klopfen. Müsste der noch bäuern. Ja, immer mit Klopfen. Ja, wirklich, das ist echt so. Und oft bäuert er dann auch. Da kann es sein. Also ich habe ja 5 Geschwister. Ja. Und der Stefan hat einen Halbbruder. Und das ist manchmal schwierig bei uns, weil ich das so gar nicht nachvollziehen kann. Weißt du, so. Mhm. Ja, wieso? Da kann man doch, kann ich doch jetzt mal sagen. Oder ist das jetzt zu viel? Ist schon gut. Ihr redet aber generell nicht. Dann erzähl aber auch die ganze Wahrheit. Das stimmt. Ich meine, redet ihr generell gerne über Familienangehörige? Weil nein. Also eigentlich. Vorhin ging es um seine Mutter. Ja, das sind alles Probleme, die immer wieder aufkehren. Nein, Stefan hat einen Halbbruder. Und das ist. Das ist eine Geschichte, wenn ich die erzähle. Soll ich die erzählen mal? Bitte. Oder frag doch die Zuschauer. Was? Nee, erzähl ruhig. Also der Stefan hat einen Halbbruder, der ist am gleichen Tag geboren wie er. Ja. Oh nein. Was heißt? Okay, ist egal jetzt. Egal. Ich kenne mich nicht so aus mit Verwandtschaftsgraden. Ist das schlimm? Du hattest doch ein Gedicht mitgebracht. Ne? Ich hatte ein Gedicht mitgebracht. Ich bin ja hier als, ich bin ja Johann König, aber ich soll, ja. Ich bin hier jetzt privat. Ach so. Soll aber als Johann König auftreten. Also so, wie ich privat bin.
Also so wie sich die Leute im Privaten hören, könnte ich vorstellen. So schätze ich. Das verstehe ich. Ich habe zum Beispiel eine Brille auf, die ich privat tragen könnte. Die habe ich mir gekauft bei Kick. Ich bin ja auch nicht. Ich habe auch eine Brille auf hier, die ich eigentlich nicht trage. Und ich trage diese Brille weder auf der Bühne noch privat. Aber ich habe gedacht, ich könnte sie privat tragen können. Das kann ich auch. Diese Brille trage ich nie. Und die ist nicht von Kick? Nein, die ist nicht von Kick. Die hat mir mal ein Optiker verschrieben, weil er gesagt hat, ich bräuchte die. Ja. Weil ich brauche die gar nicht. Ich habe die nie auf. Also nur jetzt heute Abend. Hat die denn Dioptrien oder hat die? Ganz bisschen, ja. Ja, meine auch. Ein bisschen auch. Weitsichtig. Die hat 0,1, ich brauche es aber gar nicht. Ja, bei mir auch so. Also ich sehe dich viel zu groß jetzt. Ja, ich dich auch. Doch. So, welche Drogen habt ihr denn genommen? Nein, also es geht Brillen, die ich trage, die nicht trage? Okay. Nein, ich trage diese Brille oft, um nicht erkannt zu werden. Zum Beispiel in... Ja. Ne, überall quasi. Auf der Straße, im Bus. Ich fahre ja auch gar keinen Bus mehr darum. Oft bin ich ja auch nicht zu erkennen, weil ich habe dann Schal, Mütze, Kapuze. Das ist auch nicht schön. Den Kragen hochgeschlagen und keiner erkennt mich, aber alle gucken. Ja. Weil ich viel zu auffällig angezogen bin. Aber ich möchte gerne noch ein Bier. Ja. Und, ich hole mal ein Bier, ne? Ja. Ich habe ein kleines Gedicht mitgebracht. Ich freue mich. Freust du dich? Ich freue mich, das aber, da brauche ich aber eure Hilfe. Bitte. Und zwar ist das Gedicht, das ist also auch ein privates Gedicht. Ich habe dieses Gedicht noch nie in der Öffentlichkeit vorgetragen. Ich habe keine Öffnung. Und ich habe eingekreist, also ich brauche nur einen von euch. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Das wollte ja Stefan machen. Wollen wir tauschen? Nee, jetzt mach's auch. Ja, ich meine die Plätze. Ach so. Ich dachte. Oh, das ist echt so ein... Der war gut. Ja, tauschen wir die Plätze. Ich will euch auch nicht im Weg stehen. Am Schluss spricht der Baum. Und ist das für mich? Ja, ist für dich. Fühlt ihr euch eigentlich wohl hier? Ja, total urig. Ja. Oder nicht? Der Günther hier auch fehlt ein bisschen, oder? Der kommt ja morgen vielleicht. Der kommt morgen. Der kommt morgen vielleicht. Ah. Ich dachte, dass der Fragen stellt hier. Nee, Fragen stellen andere. Meine Frau zum Beispiel. Gut, aber mit der Mutter habt ihr es geklärt? Es ist fast geklärt. Weil das ist wichtig. Mhm. Ja, das kannst du ja nicht einfach so klären, ja? Das ist auch mal so eine Vorstellung. Also egal, ich rede mich wieder auf. Komm, mach dein Gedicht und dann ist gut. Das ist immer so diese Vorstellung. Mach dein Gedicht und geh wieder. Ne? Komm, wir klären das mal eben. Ne? Mhm. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob es eine männliche Vorstellung ist oder so. Nee, weiblich ist es nicht. Nee, das ist wahrscheinlich einfach. Kennst du vielleicht auch, weiß nicht, ob du so kannst. Also ich versuche immer alles zu klären, aber später. Und das... Also wenn die Emotionalität schon so raus ist. Wenn die Emotionen raus sind. Ja. Das halte ich für... Das könnte ich nicht, das würde mit mir nicht machbar sein. Es ist auch sein. Nicht gesund, aber nee. Es also ich habe da mehr von. Ich bin ja eh kein emotionaler Mensch. Und ich will immer, dass ihre Emotionen dann weg sind, wenn wir das richtig klären. Ah ja, das hast du Angst. Geht gar nicht um meine hast Emotionen. Hast du Angst vor, ne? Wahrscheinlich so ist es irgendwie. Weil du gar keine hast, oder was? Ja, ich rede ja auch auf der Bühne oft von Gefühlen, die ich gar nicht habe. Oder auch gerade so, als hätte ich welche. Mhm. Und das macht es ja so interessant. Du hast auch welche, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das würde ich jetzt mal... Ja, aber nicht, wenn ich... Das könnte man debattieren, glaube ich. Ne? Also im Gasometer habe ich keine Gefühle. Nee, ich habe... Gut, das dann liegt aber an dem Eisen. Mach doch mal das Gedicht. Also es ist ein Gedicht, ein Privatgedicht, ja. Wie gesagt. Es ist wirklich ein, also noch nie auf der Bühne gewesen. Und ich habe den Baum, das, was der Baum spricht, ist eingekringelt. Ach so. Mhm. Sag mal, das... Das glaube ich nicht. Sagt der... Das Harz wird niemand... Stopp, genau. Ja, okay. Nichts vorwegnehmen. Soll ich da das Musik ist aber klein. Das, ist, das kommt nicht mehr drunter. Das ist aber klein. Genau. Mit Musik drunter, oder? Und das, die Musik kann drunter. Was denn so? Rosenstolz? Kein Rosenstolz, bitte. Rosenblond. Das ist eine Band, die covern Rosenstolz. Die heißt wirklich so.
Ja? Ja. Ehrlich? Rosenblond heißen die. Das gibt es. Wer lacht denn da? Na gut, auf jeden Fall, das Gedicht heißt Blutiges Happy End, eine Weltpremiere. Und du bist der Baum, aber okay, noch nicht verraten. Warte, ich guck mal, ob ich da Musik drunter legen kann. Und der Baum spricht sehr tief und ich spreche sehr hoch. Okay. Freu mich. Ich freue mich. Warte, ich mach mal eben einen Soundvorschlag. Da könnt ihr ja sagen, ob das gut ist. Na, Stefan, ist mal was los hier, ne? Also eben hatten wir auch Besuch. Ja. Viel. Sollen wir das mal versuchen? Versuchen wir mal. Ganz leise. Halt. Ganz leise. Genau. Ja, natürlich. So ist gut. Blutiges Happy End. Der Kirschbaum steht im Garten und ich stehe daneben. Ich schaue ihn an und denke mir, der wird mich überleben. Ich kann es wohl nicht ändern, ich kann mich noch so mühen. Wenn ich mal über den Jordan gehe, dann wird er weiter blühen. Wird jeden Tag genießen, als wäre ich nie gewesen. Wird Früchte tragen, Jahr für Jahr und ich werde verwesen. Das ist doch nicht gerecht. Ich gehe kurz ins Haus, dort denke ich lange drüber nach, dann komme ich wieder raus. Ich lächle, während ich die letzte Kirsche pflücke. Dann zücke ich die dicke Axt und haue ihn in Stücke. Ich schlage wie im Wahn nur immer auf ihn ein und den finalen Todesschlag haue ich mir selbst ins Bein. Die Axt gleitet heraus, die Unterschenkelknochen sehen irgendwie zersplittert aus, ich glaube, die sind gebrochen. Die Wade ist eröffnet, das ist nicht angenehm, doch ihren großen Muskel habe ich so noch nie gesehen. So makellos und prächtig, nur von der Axt ein Schaft. Und daraus quillt das Blut so rot wie Kirschensaft. Auf Rot reimt sich der Tod, der wird mich gleich ereilen. So lange aber werde ich noch hier im Holz verweilen. Es riecht so frisch geschlagen und aus ihm quillt das Harz. Und aus mir quillt mein Fleisch und Blut, vor Augen wird mir schwarz. Ich rufe noch schnell, Hilfe! Doch will mich keiner hören und ich will jetzt zur Mittagszeit auch lieber keinen stören. Der Baum wirkt angeschlagen, doch er wird wieder sprießen. Ich bin verdammt, ihn noch mit meinem Lebenssaft zu gießen. Ich liege zwischen Ästen in meinem letzten Bette. Die Sonne sticht, der Baum und ich, wir bluten um die Wette. Besuch von einer Mücke in meiner letzten Stunde. Sie hält den Rüssel in mein Bein und trinkt aus meiner Wunde. Ich hau ihr eine runter, sie lächelt arrogant. Dann spür ich plötzlich Harz. Es tropft genau in meine Hand. Da habe ich die Idee, wie ich es doch hinkriege, den blöden Baum noch zu überleben, unter dem ich liege. Das vollgesogene Tier, ich pack's am Hinterbein, dann drücke ich die Mücke in das frische Harz hinein. Das Harz wird sich erhärten, da bin ich guten Mutes und konserviert auf ewig dann den Tropfen meines Blutes. Dann wird es jemand finden in 100.000 Jahren. Bis dahin hat die Wissenschaft schon lange ein Verfahren aus Erbinformationen von meiner DNA, ein Menschenkind zu klonen und dann bin ich wieder da. Mir ist ganz warm, als ich beginne zu entschweben. Dem Kirschbaum sag ich, und ich werde dich doch noch überleben. Das glaub ich nicht, sagt der. Das Harz wird niemand finden. Da finden sie das Bernsteinzimmer eher, diese Blinden. Seit wann kannst du denn sprechen? Na, schon die ganze Zeit. Und warum sprichst du dann erst jetzt? Ich war noch nicht bereit. Hast mich fast totgeschlagen, damit ich vor dir sterbe. Du wolltest mich vernichten, nur weil ich wohl älter werde. Entschuldigung! Ja, ja, das kannst du dir jetzt schenken. Wie gut, dass ich die Axt vermochte, in dein Bein zu lenken.
Das warst du? Natürlich, ich wollte mich nur schützen. War gar nicht meine Absicht, dir das Bein so aufzuschlitzen. Verdammte Axt! Ja, ja. Oh, bitte, mon chéri. Was willst du? Bitte rette mich! Rett mich irgendwie! Es gab noch eine Chance, deinen Abschied zu vertagen. Doch wie das geht, das wollte dir, nun ja, die Mücke sagen. Dankeschön! Ja! Ja, toll. Ganz toll. Das war die Weltpremiere. Ah. Wahnsinn. Und, hier bei uns im Wohnzimmer. Wenn Anpassungen mit Assimilation zu tun haben, was sollte, dann bin ich dagegen. Integration ist was anderes. Und wir können wirklich tolle Beispiele liefern, dass wir uns immer wieder integriert haben in jeder Gesellschaft. Wir haben meistens die Religion der Länder übernommen, wo wir gelebt haben. Die Sprachen sowieso haben wir immer wieder gelernt. Wir haben versucht, wir haben in deren Armeen gedient, in den Ländern, wo wir gelebt haben. Wir waren Teil der Gesellschaft und wurden immer wieder ausgegrenzt, was immer wir auch gemacht haben und gezeigt haben, dass wir uns integriert wollen, unseren Integrationswillen. Wir wurden trotzdem aus irgendeinem Grund wieder ausgegrenzt. Das ist die Angst vor dem Fremden. Das weiß ich nicht. Das müssen auch die Mehrheitsgesellschaften sich dann fragen, was ist das? Aber ich als Rom habe satt, dass ich mich rechtfertigen immer muss für irgendwelche kranken Bilder in den Köpfen mancher kranken Leute, die mich irgendwo in eine Schublade stecken und das war's. Ich finde das manchmal krank. Das muss auf einer ganz anderen Ebene passieren, wo die Gesellschaft, die politische Ebene in Verantwortung gezogen werden, dass viel mehr Menschen Interesse an dem Thema Roma haben, an den Menschen, die zu dieser Ethnie gehören, damit man halt viel mehr über diese Menschen weiß und nicht mehr diese negativen Bilder über uns hat. Das muss auf einer ganz anderen Ebene und in viel, viel größerer Verantwortung gemacht werden. Ganz kurz nur, als mein Vater nach Deutschland gekommen ist, 1970 als Gastarbeiter, da waren meine Urgroßeltern, meine Großeltern dagegen, weil die haben gesagt, hallo, das sind doch alles Mörder, das sind doch alles Faschisten. Wo bist du denn dahin als Gastarbeiter hin? Aber mein Vater ist hierhin gekommen und wir haben auch ein anderes Deutschland kennengelernt. Und so hoffe ich auch, dass die Deutschen auch andere Roma kennenlernen und nicht nur das, was, also nur das Übelste von uns. Wunderbar. Also besser hätte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen können. Ich wollte noch ein Schlusswort machen, aber das habt ihr beide schon sehr gut gemacht. Dann machen wir jetzt wieder eine kleine Pause und ich gebe wieder weiter an Matthias Mühr mit seiner Musik. Dankeschön und mit dem ersten musikalischen Beitrag erinnere ich an eine Künstlerin aus dem ehemaligen Jugoslawien, die dort ihre erste Karriere gemacht hat, noch unter ihrem Mädchennamen Liljana Petrovic. Sie ist dann vertrieben worden, hier bricht schon spontan Begeisterung aus, sie ist dann durch die Kriege im ehemaligen Jugoslawien vertrieben worden, ausgerechnet nach Düsseldorf, wo sie viele Jahre in ganz ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Und dann ist sie entdeckt worden, hatte inzwischen geheiratet, hieß dann Liljana Butler und hat dann nochmal eine zweite Karriere gemacht. Leider ist sie im vergangenen Jahr gestorben. Hier hören wir eine ganz alte Aufnahme, noch als Liljana Petrovic de Mamiro. Miro, 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 miro.
manchen waren hier. Da miro, 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 hala. Zweiter Tag, schon zu Ende, fast zu Ende. Wir hören gleich nochmal die Runde sprechen. Ich habe gerade gesehen, es gibt schon Sterne über uns. Was glaubst du, was morgen auf uns zukommt noch? Also könnte sich etwas nochmal ganz, ganz entscheidend ändern? Oder erwarten wir wieder das, was heute war, auf morgen? Also ich bin zwar kein Hellseher, die Zukunft sehen gefällt nicht in meinem Metier, aber ich denke schon, dass es eher bei dem bleibt, was wir so ungefähr jetzt schon absehen können. Also dem, ja, das war also das Titi Winterstein Quintett den Spielszenen und den Einbrüchen von außen, wobei die morgen ja etwas reduziert ausfallen werden. Ich höre schon wieder, es wird in die Diskussionsrunde gesprochen. Wir gehen rüber in die Moderation. Vielen Dank, Matthias. Wir machen hier weiter mit dem Thema Roma-Leben in Münster und anderswo. Also als wir wirklich quasi kurz vor Anfang waren, ging es hier los und wir haben in Panik alle Stecker gezogen, alles abgedeckt, was noch abzudecken war und uns jetzt in den Container geschnitzelt. Aber ich glaube, wir haben mindestens kein Tüchelchen mehr und im Zweifelsfall auch keine Möglichkeit, den Strom irgendwie anzukriegen, weil das hört überhaupt nicht mehr auf. Dankeschön. Ups. Wer war das denn? Ich nicht, du warst es. Du hast doch angewackelt. Jetzt natürlich gleich dunkel.